Aber ist halt so. Und da hatte ich Hitman schon gestartet. Das heißt, es kann jetzt gut sein, wenn man. Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Ach, scheiß drauf. Wenn er jetzt im Offline-Modus ist. Ja! beim ersten. Bei den Straßen von Hope. Da habe ich ein neues Gebäude entdeckt, weil ich musste das hier nochmal spielen. Also, einen kleinen Teil davon. War recht interessant, dieses Gebäude mal zu sehen. Was gab es da Besonderes? Ach ja, richtig, ne Sniper. Damit hätte ich dies wegsnipern können. Habe aber nur Aufruhr erregt. Ja, hab da ein bisschen rumgeballert, so dass mich keiner mehr erkennt. Und ja, so habe ich dann den restlichen beiden eigentlich aber ermordet. Eigentlich wollte ich. Na, scheiß drauf. Und diesen Wagenheber wollte ich eigentlich einen noch ermorden. Deshalb wollte ich da mit mit einer Waffe dahin feuern, dass er dahin gelenkt wird. Aber genau in dem Moment ist er losgelaufen und so habe ich ihn getroffen. Mit einem gezielten Kopfschuss. Ja, ist nicht so prickelnd, aber noch besser, als wenn er noch am Leben wäre und ich ihn trotzdem getroffen habe. Ah, überall. Wie sieht's aus, Doc? Ein Glücksgriff? Genau das ist sie, Sir. Sie ist außergewöhnlich. Wir haben sie getestet. Ihre Zellen wurden modifiziert durch ein Isotop an ihrer Halskette. Es scheint sie zu verjüngen. Mit dem richtigen Training wäre sie stärker und schneller als jeder Mann. Aber ohne die Kette wird sie schwächer. Sie ist mehr als perfekt. Das ist bestimmt der Grund, warum die Agency scharf auf sie ist. Jackpot! Lenny. Lenny wurde entführt. Was? Welcher Wichser will mich denn hier verarschen? Oder willst du mich verarschen? Gott verdammt! Ruf Jake an und sag ihm, wir wollen das Lösegeld. Und sag dem Sheriff, ich will meinen Jungen zurück. Diesem scheiß Perversling zahle ich ja noch Geld. Oh, Mrs. Cooper. Sheriffs Büro? Wie kann ich helfen? Ist für Sie. Skurky hier, was? Lila, hi. Was? Nein! Ja, Gott verdammt! Ist gut, ich komme. Bin gleich da. Diesmal habe ich nichts gedrückt. Stimmt. Erst gemütlichen Apfel. Ja, schmeiß den Apfel ruhig weg. Okay, ein bisschen Zeit verzögert die Hand. Jetzt, ich erinnere mich. Jetzt darf ich entscheiden, ob der. Also, ob ich einfach wegfahren soll oder ob ich ihn erschieße. Das letzte Mal wollte ich ihn nicht erschießen, nur ein bisschen Angst machen. Da habe ich aus Versehen was getroffen und das ist explodiert.
Das kleine Miststück. Alter, geile Waffe. Probier jetzt mal ganz kurz. Stimmt, das hatte ich beim letzten Mal getroffen. Nee, ich will ihn schon leben lassen. Okay, Fazit, das darf ich nicht mehr treffen. Geile Waffe eigentlich. Extrem geile sogar. Okay, jetzt mache ich dem mit der Sniper noch ein bisschen Angst. Mal hier so. Und dann sogar ein bisschen näher. Dann na. Ah. Jetzt probiere ich den noch schnell aus. Kann ich den eigentlich auch mitnehmen? Nehmen dann unter besseren Verhältnissen. Silver Ballers. Bam bam. Ey, was machst du, Arschloch, an meinem Auto? Okay. Dann stelle ich dich hier. Ich kann ihn einfach nur ruhig stellen. Na, jetzt kann ich ihn wieder nur noch erdrosseln. Aber wenn ich das wegstecke, kann ich ihn ruhig stellen. Das da. Moment, muss ich noch schnell ausprobieren. Geil. Das ist noch nicht mal geil. Lenny, wo bist denn du? Komm doch mal her. Ach, scheiß drauf, ich fahr jetzt einfach weg. Nee, das. Geiler Satz. Wozu eine Kugel verschwenden? Na naja, gut, so wird er fangen. Ich weiß es nicht. Wenn ich wegfahre, überlebt das ganz vielleicht. Wenn ich nicht wegfahre und ihn so ermorde, dann überlebt das logischerweise. Er sagt ja immer, dass er es kann. Also, viel Spaß.
Lenny, tut mir leid. Part 2. Dexter Industries. Dexter Industrien. Totes Ende. Totes. Haben wir immer noch ein paar Waffen hier hinten drin? Nee, aber Metallrohr. Und ein bisschen Munition. Ja, ich weiß noch, wie ich das letzte Mal in dieser Mission verzweifelt bin. Oh, ich bin gar nicht im Offline-Modus. Das nächste. Das letzte Mal hatte ich mehr als der deutsche Durchschnitt. Deutsche! Der deutsche Durchschnitt. Hey, hier darf ich ja noch frei rumlaufen, ne? Der Arschwichser. Ich war gerade am überlegen, aber ich hätte doch lieber den Schraubenzieher. So, das erste war noch einfach, das zweite war schwer. So. Halleluja! Ich muss mal gerade was ausprobieren. Entschuldigung. So. Ich muss mal irgendwo von hinten kommen. Ach, und übrigens, die Maus, die ich habe, ist eine Lasermaus, ne? Wollte ich nur mal gerade anmerken. Ach, das Metallrohr nehme ich jetzt gar nicht. Ja, aber schlecht, dass der globale Durchschnitt. So. Hey, haben sie ihn sogar richtig benannt, Schraubendreher. Finde ich gut, also für ein amerikanisches Spiel, dass die den bei uns, der oft Schraubenzieher im Namen heißt, eigentlich ein Schraubendreher ist, sogar Schraubendreher nennen. Ich hoffe, das ist jetzt keine Tötung von einer zivilen Person. Und was sagt's? Nee. So, jetzt versuche ich den noch irgendwie loszuwerden. Aber dazu muss ich mich hier aus dem Fenster kriegen. So, jetzt habe ich den aus dem Fenster geschmissen. Jetzt schmeiße ich mich selber noch schnell. Alter,